Ruffy setzt Gear 5 gegen Rob Lucci ein und demonstriert einfach die wahre Stärke von Sonnengott Nika. Kizaru ist auf dem Weg nach Egghead und wird höchstwahrscheinlich der nächste Gegner von Ruffy sein. Das Buch der Teufelsfrüchte und ein absolut spannender Cliffhanger. Wir gehen gleich rein in One Piece Kapitel 1069. Es ist wirklich ein grandioses Kapitel, worüber man auf jeden Fall reden muss. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's direkt los. Bevor wir aber zum Video kommen, stelle ich euch erstmal den Sponsor des heutigen Videos vor, der wieder mal CyberGhost VPN ist. Was kann man sich darunter vorstellen? CyberGhost ist ein VPN-Service, der es euch ermöglicht, sicher und anonym im Internet zu surfen, so dass ihr keine Fußspuren und keine Daten hinterlasst. Und natürlich, CyberGhost selbst speichert auch keine Daten von euch. Das Beste an CyberGhost meiner Meinung nach, wie ich es immer nutze, ist, dass ich Serien auf Disney+, Amazon Prime oder Netflix schaue, die gar nicht in meinem Land, also hier in Deutschland, verfügbar sind, weil ich halt einfach über CyberGhost sage, ich bin zum Beispiel in Großbritannien und kann dann mal eben Bleach gucken auf Disney+. Ihr könnt bei über 40 Streaming-Diensten die Blockierung aufheben und so kann eine CyberGhost-Mitgliedschaft noch andere Mitgliedschaften aufwerten. Außerdem hat CyberGhost 38 Millionen Nutzer weltweit, einen 24-Stunden-Kunden-Support und eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie. Eine 5-Sterne-Bewertung auf Trustpilot, empfohlen von computerbildspiele.de und chip.de. Und ihr könnt mit nur einer CyberGhost-Mitgliedschaft 7 Geräte gleichzeitig schützen, auf iOS, Android, aber auch Smart-TVs oder Windows, überall ist CyberGhost eigentlich verfügbar. Also checkt den ersten Link in der Videobeschreibung und gönnt euch CyberGhost 4 Monate kostenlos unter meinem Link mit 83% Rabatt für 2,03 € im Monat. Deswegen vielen Dank für Sponsor dieses Videos und weiter geht's. Also, leider ist nächste Woche Pause. Ich werde euch aber mit Videothemen versorgen. Das Chapter bietet auf jeden Fall genug Redestoff. Lasst uns direkt zur Coverpage kommen. Dort sehen wir immer noch was über diese Vegapunk-Zeit von damals. Diese Mads, wo ja Caesar, Judge und Vegapunk halt drin waren in dieser Gruppe. Und wir sehen dort auch das Labor, was finanziert wurde von dem Typ, diesem Kredithai, der damals bei Big Moms Tee-Party war, aus der Unterwelt dieser Typ, der von Stussy umgebracht wurde. Der hat das Ganze finanziert und da kriegen wir so ein bisschen Hintergrundstory von Vegapunk hier in der Coverpage. Deswegen sehr nice. Das Kapitel fängt auch direkt an. Erstmal heißt das Kapitel, alles existiert für einen Grund. So heißt das Kapitel, was sehr krass ist und wahrscheinlich auf Sonnengott Nika anspielt, beziehungsweise auf Ruffys Teufelsfrucht. So, und Rob Lucci will halt direkt Ruffy angreifen und das fand ich halt so gut gemacht. Kaku und Stussy, also sprich Ecky und Stussy, sagen zu ihm dann, weil er ja so geladen ist, das ist Ruffy, der hat ihn vernichtet, der hat ihm sehr viel Ärger beschert damals. Das war emotional der Angriff. Die wollen ihn aufhalten, weil er das gar nicht darf. Er braucht, wenn er einen Kaiser angreifen will und Ruffy ist ein Kaiser, braucht er die Genehmigung vom Marinehauptquartier. Weil jeder Angriff gegen einen Kaiser kann einen riesigen Krieg entfachen, so heißt es. Deswegen darf man die nicht einfach so attackieren, die Kaiser. Ruffy sieht daraufhin aber Atlas, sprich dieser eine Vegapunk, dieses Kind, was angegriffen wurde, letztes Chapter als Cliffhanger von Rob Lucci, woraufhin Ruffy natürlich extrem sauer wird und ihn fragt, ob er das war. Und dann sehen wir aber erst einmal einen Cut zum Marinehauptquartier. Wir sehen dort Akainu sitzen auf seinem Thron, mehr oder weniger, der dort rumdiskutiert. Er fragt sich, wo Kizaru ist. Und da reportet ein Marinesoldat, beziehungsweise irgendein Typ, den wir aber, glaube ich, auch schon kennen, aus Marineford-Zeiten und so, der reportet ihn, dass Kizaru schon auf dem Weg nach Egghead ist. Also Kizaru ist diesmal ohne zu fragen einfach aufgebrochen. Bei Wano wurde er noch aufgehalten von Akainu, da meinte er, nee, lieber nicht und so, aber jetzt hat er ihn nicht mal mehr gefragt und ist einfach durchgezogen. Ich frage mich wirklich, wie Kizaru irgendwie zu Vegapunk steht oder zu dem ganzen Kram da. Ich kann mir sogar vielleicht vorstellen, dass Kizaru gut mit Vegapunk ist und vielleicht sogar da jetzt ein bisschen den Shanks macht und den Krieg beendet. Klingt erstmal komisch und eigentlich ist das auch Quatsch, aber irgendwie kann ich es mir vorstellen. Weil Sentomaru auch zum Beispiel ihn Onkel genannt hat und so damals, da waren so ein paar Anspielungen darauf. Die Kizaru-Thematik wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, denn es ist ja eigentlich eine Zeitbombe. Wenn der kommt und böse gesinnt gegen Ruffy ist und so, also das könnte dann nochmal komplett den Spieß umdrehen. Weil Ruffy ist sehr stark. Ruffy hat einen Kaiser besiegt, ja. Aber Kizaru ist auch auf dem Level. Und das wäre wieder ein Kampf, wo ich zwar auch jetzt sagen würde, Ruffy würde das schaffen mit Gear 5, weil Gear 5 einfach so krank ist. Wir sehen es in diesem Kapitel, wir kommen gleich dazu. Aber trotzdem, Kizaru ist echt nochmal ein krasses Kaliber. Und den jetzt hier noch als Feind wäre zwar irgendwie geil und vielleicht macht Oda das jetzt auch so, dass er unsere Traumkämpfe jetzt abarbeitet. Nach und nach. Jetzt nochmal Ruffy gegen Rob Lucci hier kurz nochmal. Wir kriegen jetzt nochmal jeden demonstriert kurz oder an jedem demonstriert, wie stark Ruffy wirklich in G5 ist. Das wäre auch irgendwie cool, aber muss jetzt auch nicht sein. Wir sehen dann nämlich wieder auf Egghead Ruffy und Rob Lucci kämpfen. Und Ruffy ist jetzt einfach schon in G5. Man hat nicht gesehen, wie er sich verwandelt. Er ist schon in G5. Und wir sehen auch dann die erwachte Form, beziehungsweise das Erwecken der Zoan-Kraft von Rob Lucci, der hier wirklich mystisch aussieht. Das muss man einfach sagen. Es ist so eine geile Form. Der sieht richtig krass und voll gefährlich aus, wirklich. Wo ich auch sagen muss, vielleicht
Ruffy in Gear 4 und so wäre dem vielleicht nicht gerecht. Ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich stark ist, nur wir kriegen die Stärke hier teils demonstriert. An Ruffy jetzt nicht so, weil Ruffy ist ja auch in seiner erwachten Zoan-Form. Rob Lucky hat ja so schwarzes Fell und hat wirklich auch diese Gear 5 Wolken, die Ruffy ja in weiß um sich herum hat, die hat er in schwarz um sich herum. Deswegen auch meine Annahme, dass es vielleicht eine mystische Frucht ist, die Rob Lucky hat, aber anscheinend oder höchstwahrscheinlich ist das Erwachen von Zoan-Kräften einfach auf so einem überkrassen Niveau, wie Rob Lucky das jetzt hat, wirkt das auch einfach so mystisch. Also sehr krass, die Form gefällt mir richtig gut von Rob Lucky. Eines der schönsten Designs komplett aus One Piece, muss ich sagen, wirklich. Und auch die anderen Strohhüte sehen über dem Bildschirm jetzt mal, wie Ruffy in Gear 5 aussieht und der echte Vegapunk kommt in die Zentrale dort oben rein. Und da erstmal sehr krass, Franky kriegt Herzaugen. Er kriegt wirklich, wenn er Vegapunk anguckt, den echten alten kleinen Opa, kriegt er diese herzförmigen Augen und die Zunge, die ihm aus dem Hals hängt, genau wie Sanji, wenn der irgendwie notgeil ist. Sehr, sehr lustig gemacht. Und die gucken halt über den Bildschirm sich den Kampf an zwischen Rob Lucky und Ruffy und sie können es alle selber nicht glauben, was sie da sehen. Erstmal Rob Lucky natürlich in dieser Überform, der da so mit seinen schwarzen Flammenwolken oder was auch immer mit seinem Fell da einfach komplett ausrastet und Ruffy, der einfach auch komplett so aussieht, wie sie ihn noch nie gesehen haben in Gear 5. Aber wir kriegen wieder diese Cartoon-Elemente mit den Augen, die Ruffy so rauskommen. Der nimmt das die ganze Zeit gar nicht ernst, ist nur am Lachen, hält sich den Bauch vor Lachen und weicht dabei lachend, cartoonartig, den Fingerpistolen von Rob Lucky aus, die wirklich, also ich sag's euch, wäre Ruffy hier nicht in Gear 5 und könnte machen, was er will und alles überhaupt nicht so ernst nehmen, er steht ja komplett über den Ding, dann wäre der absolut gefährlich. Das kann man mir nicht erzählen. Rob Lucky sieht hier so krass aus und Rob Lucky kriegt es ja auch hin, den einen oder anderen Schlag gegen Ruffy zu setzen, aber es ist Ruffy halt komplett egal. Er ist nur am Lachen, hat keine Schmerzen, die ganze Umgebung ist Gummi und wir kriegen ja einen sehr krassen Callback von damals, denn über 600 Kapitel haben die miteinander gekämpft und Oda hat die gleichen Panel genauso angeordnet, die Choreografie, wie die hier sich kämpfen, wie damals. Es ist richtig gut, ich habe es hier mal kurz eingeblendet für euch, also richtig krass, das nochmal jetzt zu sehen und auch allgemein Gear 5 nochmal kämpfen zu sehen, ist für mich ein absolutes Highlight und ich will nicht sagen, die sind ebenbürtig, das ist Quatsch, aber Rob Lucky schlägt sich ganz gut dafür, dass er gerade gegen einen Gott kämpft, der gerade mal eben Kaiser besiegt hat. Wir sehen dann aber auch die anderen Seraphims und kriegen so ein bisschen dieses Konstrukt, dieses System hinter den Seraphims erklärt. Erstmal ist da Sentomaru mit seiner dicken Axt und den drei Seraphims, dem Mihawk, Boa Hancock und den Jinbei-Seraphim. Bin gespannt, ob wir jetzt vielleicht auch die Teufelsfrucht sehen von diesem Mihawk-Seraphim. Der hat nämlich auch dieses Wassertank-Armband, was ja auch dieser Jinbei hat, wo ich davon ausgehe vielleicht, dass da die Teufelsfrüchte drin gespeichert sind oder so. So, und die CP0 ist ja mit diesem Kuma-Seraphim gekommen, mit dem S-Bären und der wird einfach von Sentomaru jetzt befohlen. Da wird gesagt, komm, greif sie jetzt an, S-Bär. Und genau das tut er auch. Er greift sofort dann Eki und Stussy an, weil bei den Seraphims funktioniert es so, dass sie so programmiert wurden, dass ganz oben die Gorosei stehen. Auf die hören sie immer. Das bedeutet aber auch, dass Vegapunk nicht viel machen kann, denn er ist die Nummer 2. Nach den Gorosei kommt erst Vegapunk, dann Sentomaru und dann jemand, der so einen Command-Chip in der Hand hält. Also so ein Befehlschip, mit dem man die steuern kann, befehlen kann. Und den hatte halt die CP0. Da aber Sentomaru Rang höher ist, was diese Seraphims angeht, kann Sentomaru einfach sagen, jo, greif die jetzt an. Wäre jetzt aber der echte Vegapunk da, könnte Vegapunk sagen, greif Sentomaru an. Und die Gorosei stehen halt über allen. Das bedeutet, dass die Seraphims früher oder später sowieso zum Problem werden. Es sei denn, Vegapunk bringt die irgendwie um oder so schnell. Aber wenn die Gorosei denen jetzt einen Befehl geben, kommt hier nach Mary Joa oder sowas, dann hören die da auf die. Also das ist schon sehr krass. Ruffy freut sich auch, dass er Sentomaru wieder sieht. Ist halt komplett nur am Lachen, kann es gar nicht ernst nehmen. Ich finde das so nice gemacht. Ich liebe Gear 5 und ich liebe diese ganze Art von Ruffy, wenn er in Gear 5 ist. Ich bin gespannt, wie das im Anime aussieht. Aber Rob Lucky kriegt ja auch einen neuen Angriff von Ruffy zu spüren, und zwar der Gum-Gum-Maulwurf, wo Ruffy in den Boden schlägt und einfach random bei dem Gegner, hier bei Rob Lucky, kommt die Faust bzw. der Boden an sich und greift ihn an. Und Rob Lucky spuckt hier auch Blut, also es ist echt krass, dieser Angriff. Aber nicht krass genug, denn ein Frame später, nach den Begrüßen von Sentomaru, kommt Rob Lucky mit einem Angriff und durchlöchert Sentomaru einfach. Das ist so krass, Leute. Also dieser Kampf zwischen Ruffy und Rob Lucky mit Sentomaru am Ende als Cliffhanger jetzt noch, also Rob Lucky sieht am Ende auch ziemlich frisch aus, muss ich sagen. Ich glaube wirklich, dass nächstes Chapter es nochmal ein bisschen hitzig wird, auch wenn ich mir das nicht richtig vorstellen kann. Aber irgendwie glaube ich das und es müsste auch so sein, jetzt nach diesem Chapter, wo Ruffy eher die Oberhand hatte, müsste vielleicht jetzt irgendein Move kommen, irgendetwas, mit dem Ruffy nicht rechnet, Seesteinkram, Seesteingedöns oder sowas, was ihn die Teufelskraft raubt oder irgendwie sowas müsste kommen. Sentomaru ist am Boden, das ist der Cliffhanger, Ruffy ist extrem sauer, ist aber noch in Gear 5 und Rob Lucky sieht ziemlich frisch aus, also es wird auf jeden Fall interessant nächste Woche. So, und während die kämpfen, kriegen wir halt die Infos von Vegapunk auf dem Bildschirm. Er guckt sich das Ganze hier an und redet über Teufelsfrüchte und sagt, oder fragt erstmal, was für eine Teufelsfrucht das ist, was für eine Technik, so. Und Nami sagt nur, das ist irgendeine neue Gum-Gum-Kraft. So, und Vegapunk kennt das Buch der Teufelsfrüchte und sagt es hier auch, über die Gum-Gum-Frucht wurde nie etwas im Buch der Teufelsfrüchte niedergeschrieben. Also, die gibt es gar nicht. Das war ja auch nur ein erfundener Name, die Frucht tarnt, halt, bis zu dem Erwachen. Bei dem Erwachen kann man nichts mehr abstreiten. Das hat selbst Vegapunk denn hier gesagt, dass Ruffy hier aussieht wie der antike Gott, der Sonnengott Nika, der nur in antiken Texten gefunden werden kann, der aber auch aus der Geschichte ausgeschrieben wurde. Das ist so krass. Er erkennt eigentlich nur Nika in Ruffy und kennt die Gum-Gum-Frucht gar nicht.
höchstwahrscheinlich kennt er dann auch die echte mystische Nika-Frucht nicht. Die ist ja auch der Weltregierung immer wieder ausgebüxt. Die hat ja einen eigenen Willen, hieß es ja. Das ist ja das Interessante und das Krasse. Und ich glaube auch immer noch, dass die Frucht sich den Nutzer, sprich Ruffy, ausgesucht hat. Außerdem kriegen wir hier noch Infos über Teufelsfrüchte, worauf ich nächste Woche in einem Extra-Video nochmal eingehe. Die ersten echten Hinweise, wie Teufelsfrüchte entstanden sind, kriegen wir hier anhand der Wünsche erklärt von Vegapunk. Dass es immer Wünsche gab von Leuten, die gewisse Dinge einfach anwenden wollten. Und so haben sich die Teufelsfrüchte irgendwie geformt. Und die Leute, die jetzt sozusagen die Früchte haben, leben nur den Traum eines Vorherigen. Das ist sehr krass, Leute. Und genau das ist ja auch so ein bisschen dieser Wille von Joy Boy, Sonnengott Nika, Ruffy, Roger. Das ist ja alles irgendwie verbunden. Ich bin gespannt, wie das Ganze verknüpft wird. So, ihr schreibt jetzt eure Meinung erstmal in die Kommentare. Das war so eine kleine random Review. Einfach so ein bisschen rumgesprungen. Ein bisschen meine Meinung zu den spannendsten Dingen in dem Chapter nochmal wiedergegeben. Wir hören uns im Chapter-Stream diese Woche. Checkt CyberGhost aus. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bedanke fürs Zuhören. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.